Hallo, liebe Modellbahnfreunde. So, dank eines Kommentars aus einem meiner letzten Videos betreffend der Umschaltung mit Boxsprung, hatte ich gedacht, Mensch, jetzt suche ich mal einfach zwei Loks heraus, aus denen, in denen man die unterschiedlichen Arten von Umschaltern der 50er Jahre erkennen kann. Ich habe hier unseren Protagonisten für dieses Video die SET 800 oder die 3011. Das ist die Baureihe E44. Und ich habe hier einmal die Version 3 aus dem Jahr 1957 mit dem roten Umschalthebel und einmal die Version 4 mit dem schwarzen Umschalthebel aus dem Jahr 1958. So, und nun schauen wir mal, was sich in diesem Jahr getan hat, betreffend der Umschaltung. Dazu entferne ich jetzt einfach mal das Gehäuse und wir schauen in das Innenleben. Und wir sehen, dass sich die Umschalter hier die guten alten Walzenrelais-Umschalter, die ältere Version und die neuere Version, dass hier eine Veränderung tatsächlich stattgefunden hat. So, wie sich diese Änderung äußert, werde ich gleich auf den Gleisen zeigen. Hier sehen wir die Version 4, also mit der neueren Umschaltung. Und wenn ich jetzt hier Gas gebe, fährt sie in der einen Richtung, also sie fährt vorwärts. Wenn ich umschalte, schaltet sie und sie fährt dann nach der nächsten Umschaltung rückwärts. Also so wie wir das heute von den oder von den aktuelleren Modellen oder aus von den Modellen der 60er Jahre dann im Prinzip sehr gut kennen. Also vorwärts und rückwärts oder eben andersrum. Betrachten wir nun dagegen die Version 3 mit der 800 Perfektschaltung. Wir sehen, dass das Walzenrelais eine andere Steuerung hat und es sich hier um ein anderes Walzenrelais handelt, haben wir nicht vorwärts, rückwärts, sondern wir haben dazwischen noch eine sogenannte Haltposition. Wir haben also eine Vorwärtsfahrt. Wir schalten um. Daraufhin geht die Lokomotive in eine Warte- oder Haltposition. Wenn ich Gas gebe, funktioniert hier nichts. Schalte ich nochmal um, kommt der Boxsprung und sie fährt in die andere Richtung. Das ist eine Technik, die ermöglicht, dass man auch zwei Züge praktisch mit einem Trafo auf einem Gleis fahren lassen kann. Und das möchte ich nun demonstrieren. Nun habe ich beide Modelle auf das Gleis gestellt. Ich gebe kurz etwas Gas und wir sehen, die beiden Lokomotiven bewegen sich voneinander weg. So, was passiert nun, wenn ich umschalte? Üblicherweise würde man erwarten, dass beide umschalten und in die gleiche Richtung oder umschalten und dann aufeinander zufahren. Nun schauen wir mal. Einmal umschalten. Es fährt nur die Lok aus dem neueren Jahrgang. Die Lok aus der älteren Generation bleibt stehen. Diese befindet sich jetzt in dem Wart- oder Haltmodus, während die andere einfach umgeschaltet hat. Schalte ich nun nochmal um, kommt dieser zu diesem Boxsprung und beide Lokomotiven fahren jetzt wieder in die gleiche Richtung. Ziemlich spannend, worauf die Techniker aus den 50er Jahren wirklich hier gekommen sind, um mehrere Züge mit einem Trafo steuern zu können. Und nun begebe ich wieder an das Zusammenmontieren der Lokomotiven. Ich bedanke mich für das Interesse. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Ich denke, ich finde immer wieder mal was Interessantes und gerne auch in den Kommentaren Fragen posten zu den Loks aus den 50er Jahren, zu der Technik. Dann schauen wir mal, was wir herausfinden. Bis dann und immer schön auf dem Gleis bleiben.